Moin in die Runde, das ist er, der Bauer aus dem Markt. Na, Zeig er geputzt? Grundreinigung reicht. Wir kommen ja öfter. Mir geht es aber darum, dass zum Beispiel alle mitkommen. LKWs, Handwerker, ob nun Klempner oder Bäcker oder Gastronom. Alle sollten sie auf die Straße gehen, um gegen diese Politik, diese verfehlte Politik anzutreten. Erst kürzlich, gestern, glaube ich, hat Habeck erklärt bei NTV, dass ja die Dieselölrückzahlung, Steuerrückzahlung, ja so gewollt ist, weil wir ja so viele Probleme haben mit dem Haushalt, so meinte er. Hallo? Welcher von euch Pfeifen hat denn den Haushalt gemacht? Kann ja wohl nicht sein. Ihr seid diejenigen von der Regierung, die das ganze Land an die Wand fahren. Wie hat kürzlich erst der Bundes Olaf gesagt, 8 Milliarden für die Ukraine? Boah, und wenn es nicht reicht, müssen wir noch was hinterher schicken. Und hier geht alles zu Bruch. Stirbt der Bauer, stirbt mit Land. Wenn nicht investiert wird, wird nicht verbaut, arbeitslos. Wenn nicht verbaut wird, wird nicht transportiert, arbeitslos. Die Maschinen stehen, Ende. Und ein bisschen was gefahren wird, fahren die Osteuropäer. Maut, Handwerker, wie sieht's aus? Eure Schlorden sind da alle über 3,5 Tonnen, die meisten jedenfalls. Müsst ihr Maut bezahlen. CO2-Bepreisung. Ja, sowieso. Bepreisung von CO2, von einem Gas, von einem Spurengas. Kann man sich alles nicht vorstellen. Und wir sollen darunter leiden? Alle, nicht nur wir Bauern. Alle, die in der Bevölkerung sind, leiden unter dieser Politik. Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, Altenheime. Alles geht zu Bruch. Infrastruktur. Guckt euch doch die Straßen an. Guckt euch doch die Bahn an. Die Maut soll für die Bahn genommen werden. Dabei werden die Straßen viel wichtiger. Die Bahn kommt hier sowieso nicht pünktlich. Und, was fällt euch dazu ein? Also, Montag, Auftaktveranstaltung. Ich sehe das als Auftaktveranstaltung. Der Bauernverband hat aufgerufen, wir als LSV haben dazu mit ihr aufgerufen. Also, fahren wir dahin. Und wer keinen Platz in Berlin hat, tja, die Autobahn ist ja auch ein Riesenparkplatz, oder? Wenn man bloß mit 25 km/h fährt, weil ja der Vordermann so langsam ist. Bremst auch ein bisschen Berufsverkehr oder den abendlichen Feierabendverkehr, dass alle Menschen mal nachdenken, warum machen die das? Und wer auf der Autobahn langsam fährt, die anderen fahren dann auch nicht schneller. Tja, und CO2-Bepreisung geht alle an. Heizöl, Diesel, Gas, Kohle, Elektroenergie wird mit CO2-Bepreisung gemacht. Diese ganze Ampel-Hampel-Regierung hat das Land zugrunde gerichtet. Und wir Bauern stehen auf und machen den Anfang. Und wir nehmen euch mit. Handwerker, Lkw-Fahrer, von mir aus Ärzte, Pfleger, Lehrer. Denn ihr wisst ja, was da in den Schulen los ist. Los geht's. Der 18. ist der Auftakt. Kommt mit. Wir sind da. Die Bauern aus Deutschland. Bis denn, der Bauer aus dem Markt.